Der Schnee ist wieder da und mit ihm Zeit, wo es gefährlich wird. Knapp 300'000 Leute stolpern oder stürzen in der Schweiz pro Jahr, vor allem im Winter bei Schnee und Eis. Er ist jeden Tag verrissen, auch wenn es geschneit hat und die Wege noch nicht frei sind. Ja, ist sicher nicht ganz optimal. Also da, so wie es aussieht, ist es noch nicht geschoren worden. Man weiß nicht ganz genau, was darunter ist. Eis ist unter dem Schnee eine fiese Falle. Der Hauseigentümer, der ist verantwortlich dafür, dass der Winterdienst optimal gewährleistet wird rund um seine Liegenschaft. Bei einem Unfall kann er haftbar gemacht werden. Genau solche Situationen werden vor der Arbeit beim Morgenbriefing besprochen. Morgen miteinander. Wenn ihr gesehen habt, hat es über die Nacht geschneit. Unter dem Neuschnee ist es gefroren. Der Egon Alchli ist der Leiter des Logistikteams, der die Post verteilt. Heute wird extra noch mal angesprochen, was die Sicherheit betrifft. Dann macht er sich parat für seine Tour im prekären Wetter. Ja, es ist sicher wichtig, dass der Schuh ein gutes Profil hat. So wie zum Beispiel auch hier. Wenn du vom Teffel oder vom Auto steigst, hast du den ersten Kontakt mit dem Schnee oder mit dem Untergrund. Und wenn du dort einen schlechten Schuh hast, dann ist es sehr gefährlich, dass du ausrutschst. Und meistens hast du keinen Halt. Die meisten Stürze- und Stolperunfälle passieren jetzt am Morgen zwischen dem 6. und dem 9. Es doppelt so viel nämlich wie im Sommer zu der gleichen Zeit. Genau darum empfiehlt der SUVA-Experte: Am Morgen den Kopf aus dem Fenster strecken und schauen, wie es aus. Wenn Schnee und Eis hat, unbedingt den Schuh anlegen, der ein gutes Profil hat. Beim Treppen konsequent immer den Handlauf brauchen. Und das gilt nicht nur einfach für den Postzusteller, sondern das gilt für jeden Menschen, der zu Fuß unterwegs ist und sicher will, von A nach B kommen. Der Egon Alchli fährt zum nächsten Haus, zum nächsten Briefkasten, zum nächsten gefährlichen Weg.